61 Gäste waren in das Talgut Lauenhain gekommen, um Thomas Caro, den langjährigen Geschäftsführer des Zweckverbandes Griebstein-Talsperre, in den Ruhestand zu verabschieden. Unter den Gästen waren Vertreter der Verbandsmitglieder, Kollegen, Wegbegleiter und Geschäftspartner. Der Verbandsvorsitzende des Zweckverbandes Griebstein-Talsperre, Ralf Schreiber, würdigte Thomas Caro dafür, dass er in seiner 8-jährigen Amtszeit den Verband aus einem Umsatzminus herausgeführt und so Projekte wie die Sanierung des Veranstaltungssaals im Talgut Lauenhain, die Errichtung von Spielplätzen und natürlich den Umbau der Hafenanlage möglich wurden. Also nochmals, Herr Caro, herzlichen Dank an Sie. Ich freue mich sehr, heute das bekannt geben zu können, dass Herr Caro nicht nur die zwei Monate Übergangszeit hier mit Frau Weiß gestaltet, sondern dass er uns auch ein Stück weit erhalten bleibt. Ich habe es gesagt, er ist insbesondere ein Fachmann im Bereich Bau und aus dem Grund haben wir uns für die zukünftigen Baumaßnahmen entschieden, dass Herr Caro geringfügig beschäftigt uns erhalten bleibt. Auch Maria Euchler, Bürgermeisterin der Gemeinde Griebstein, welche ebenfalls Mitglied des Zweckverbandes ist, würdigte die Zusammenarbeit und die Person des scheidenden Geschäftsführers. Unsere Zusammenarbeit beruhte auf einem konstruktiven, ehrlichen und vor allem freundlichen Miteinander. Wenn der eine etwas brauchte, versuchte der andere zu helfen. Wir waren bestimmt auch nicht immer einer Meinung, aber haben Kompromisse geschlossen, einen Konsens gefunden, ohne dass sich einer als Verlierer fühlen musste. Und nun, Herr Caro, nun wollen Sie in den wohlverdienten Ruhestand zum Ende des Jahres gehen. Ihre Bereitschaft, uns weiter zu unterstützen, rechnen wir Ihnen hoch an. Denn Dinge, die Sie angefangen haben, die wollen Sie auch zu Ende führen. Halben Sachen gibt es bei Ihnen nicht. Für die Zeit nach der Geschäftsführertätigkeit oder dann sogar zum Ruhestand wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Wünsche Ihnen Zeit für sich und Ihre Familie. Und wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder gerne an die Talsperre kommen und irgendwann dieses idyllische Kleinod nicht mehr als Arbeit, sondern an einem schönen Ort zum Verweilen ansehen. Loslassen ist schwer, aber notwendig, um zu entspannen. Ich möchte Ihnen danken im Namen der ganzen Gemeindeverwaltung Griebstein und in meinem Namen und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Thomas Caro gestand ein, dass er mit dem Talsperrenvirus infiziert sei und bedankte sich in seiner unnachahmlichen Art. Sie müssen sich nicht bei mir bedanken im Hinblick mal auf die Verbandsmitglieder. Ich muss mich bei Ihnen bedanken, dass Sie zum Ende meines Berufsweges mir noch die Möglichkeit gegeben haben, an meiner Täuschung tätig zu sein. Es ist ja schon einfach angesprochen worden. Es wird dann unterstellt, ich habe den Virus-Talsperre in mir. Das mag sein. Aber ein Virus, man hält man nicht irgendwo, sondern also man fängt sich den ein oder wird durch jemanden angesteckt. Aber auch bei seinen Mitarbeitern bedankte sich Thomas Caro. Mir ist aber ein Umsatzziel zu erreichen nicht nur mein Verdienst. Das ist ein Verdienst unser aller. Weil nicht alleine kann gewisse Richtung steuern, kann, aber ich brauche ein Team dazu. Und hier müssen ganz besonderer Dank an unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wirklich hier Leistung gebracht haben unter Bedingungen, die wir sagen, waren nicht mehr und sind zum Teil auch nicht mehr zeitgemäß. Mit Blick auf die Zukunft sagte er weiter: Ruhen Sie sich auf den geschaffenen Tisch aus. Der neue Hafen ist nur der Anfang, den Anschluss an unsere Mitbewerber nicht zu verlieren. Also wenn wir jetzt denken, oder Sie dann denken, jetzt haben wir den Hafen, irgendwann waren auch noch die Baurestarbeiten fertig, ist jetzt eine tolle Sache. Ihr müsst dranbleiben. Es muss weiter investiert werden, als ich weiß, dass alle Verbandsmitglieder und das Land Sachsen ab nächstes Jahr sehr knappe Kassen haben. Aber wenn Sie jetzt den Zweckverband, den Geldhahn abdrehen, ist das Stillstand und Rückschritt. Dann übergab er das Steuerrad an seine langjährige Kollegin und Nachfolgerin Sylvia Reis.
Auch das kulturelle Programm erinnert natürlich an die Talsperre bzw. an die Bootsparade bei den Talsperrenfesten. Eine Abordnung des Brass- und Swing-Orchesters Ottendorf bereitete den musikalischen Abschied unter anderem mit My Way. Dazwischen überbrachte Landrat Matthias Damm seine Wünsche an Thomas Caro. Alles Gute, Herr Caro. Zu den Gratulanten zählte auch der mittelsächsische Kultursommer, natürlich theatralisch und augenzwinkernd, auf der Suche nach Atlantis im Kriebsteinsee. Am Ende kamen aber auch sie nicht ohne das Wissen von Thomas Caro aus. Wir sind ja nicht nur tragische Gestalten, sondern wir kommen ja auch vom mittelsächsischen Kultursommer und wollen Danke sagen. Danke. Danke für diese gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und dass wir immer ein offenes Ohr gefunden haben.